Moin, ihr Freunde. Die Nacht war ganz schön unruhig und wir hatten mal wieder mega stürmisch. Ist klar, wenn wir unterwegs sind, ne? Wir haben auf jeden Fall dazu entschieden, ja, alles zusammenzupacken. Wir haben mal wieder irgendwie Unwetterwarnungen und Zeug. Man sollte eigentlich nicht im Wald sein. Deswegen packen wir jetzt alles zusammen und hauen erstmal hier ab. Und suchen uns woanders was zum Schlafen. Oder sehr nicht. Wir haben uns jetzt fertig gerichtet, sehen auch wieder ein bisschen frischer aus, nach Gesichtwaschen und so. Und jetzt würde ich sagen, packen wir endlich das Dachzelt zusammen und dann geht es endlich auf die Abenteuerallreit. Ich bin mega aufgeregt, ich habe mega Bock und ja, wir haben fast nicht geschlafen die Nacht über. Und jetzt will ich auf die Abenteuerallreit Autos gucken. Also packen wir mal das Dachzelt zusammen. Dankeschön. So. Ast beseitigt. Wir können weiterfahren. Sag mal so, dann müsstest du zumindest die Förster nicht machen. Wir kümmern uns drum. Du steigst schon mal rein, du kannst doch einfach laufen, während ich fahre und so räumst du alle Äste weg. Ja, wäre wahrscheinlich sinnvoller. Weiter geht's. So, wir sind jetzt wieder im Auto, haben alles zusammengepackt, wie ihr gesehen habt, und auf dem Weg nach Bad Kissingen zur Abenteuer und Allrad. Wie gesagt, die Nacht war ultra stürmisch. Always the same, wenn wir unterwegs sind, aber ich sag mal so, wir haben Herbst, damit muss man rechnen. Heute Nacht war ich ultra viel wach,
hatte tatsächlich ein bisschen Respekt, weil über die ganzen Bäume geknackt haben und ich echt gehofft habe, dass nichts umfällt oder runterkommt oder sonst was. Auf dem Weg lagen richtig viele dicke Äste und Stämme rum. Aber ja, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Eigentlich soll es in diesem Video darum gehen. Voll viele Leute haben uns geschrieben und gefragt, ob wir bei der Abenteuer Allrad sind und wo wir auf der Abenteuer Allrad sind, ob man uns da treffen kann. Und ja, wir sind auf der Abenteuer Allrad, wir sind ja gerade auf dem Weg dahin. Und wahrscheinlich, also entweder seht ihr uns halt irgendwo auf der Messe, dann quatscht uns einfach gerne an, wir freuen uns darauf, uns mit euch zu unterhalten. Und ansonsten sind wir immer mal wieder beim Genesis Import Stand. Also wenn ihr uns nicht findet, dann schaut am besten einfach mal bei Genesis Import auf dem Stand vorbei, da sind wir wahrscheinlich recht oft. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne einfach auf Instagram schreiben oder wenn ihr hier auf Instagram seid, dann könnt ihr mir auch auf Facebook schreiben oder einfach irgendwo auf YouTube einen Kommentar drunter knallen, unter das Video zum Beispiel, das sehe ich dann auch und dann, genau, kann man sich irgendwo treffen oder wie auch immer. Wir sind nachts natürlich auch auf der Camp Area. Genau, nachts sind wir auf der Camp Area, also wahrscheinlich sind wir auch nachmittags auf der Camp Area. Da könnt ihr natürlich auch zu unserem Auto kommen und einfach mit uns quatschen. Genau. Wir fahren es auf jeden Fall dahin, da klappt man das Dachzelt auf und dann würde ich mal sagen, gehen wir hoch auf die Messe und schauen mal, was da so abgeht. Wir freuen uns mega drauf. Letztes Jahr gab es ja leider gar keine Abenteuer in Allrad. Deswegen, ja, freuen wir uns umso mehr. Mann, doch nicht ohne Mütze. Wir sind jetzt angekommen und haben uns ein hübsches Plätzchen gesucht und heute ist die Messe leider abgesagt. Schade eigentlich. Wir haben uns mega darauf gefreut, heute schon hochzugehen, aber okay, dann kann ich ein bisschen Videos schneiden und so, das ist auch okay. Genau, das heißt, an der Stelle beende ich das Video, Freunde. Wie gesagt, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Wir freuen uns mega, euch zu sehen und wir freuen uns auch mega auf die Messe und dann würde ich mal sagen, Freunde, ich bin raus. Wie gesagt, nicht vergessen zu abonnieren und Daumen nach oben zu geben. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns auf der Messe oder ansonsten im nächsten Video. Haut rein und tschüss.